Ja, das ist natürlich für den Jungen ist es optimal, dass er hier mit der Mannschaft arbeiten kann, trainieren kann, dass er auch sich sozial wieder einfügen kann. Und ja, er lebt hier auf, er trainiert sehr gut mit. Nur er ist sehr lange verletzt gewesen, er hat noch keine Spiele gemacht. Dann hat er die furchtbare Zeit überstehen müssen. Und ich finde, ja, er muss jetzt erstmal wieder so viel Vertrauen zu sich haben. Ja, warum soll der Vertrag nicht verlängert werden können? Junge Spieler und Spieler wie Breno, da muss man sich kümmern. Das heißt, er muss intensiv arbeiten, man muss mit ihm kommunizieren, man muss ihn wieder auf die richtige Spur führen und unterstützen. Das ist notwendig, vor allen Dingen die südamerikanische Seele, die ist anders. Ja, schmerzfrei ist er, nur das ist doch ganz klar. Er hat jetzt lange Zeit keine Spielpraxis gehabt. Er muss auch jetzt wieder ja, so trainieren, dass es mehr in den Wettkampf hineingeht. Das heißt, dass er auch in die Zweikämpfe geht, dass er auch die Angst verliert, auch vielleicht auch richtig zum Kopfball zu gehen und auch Körperkontakt zu haben. Wir versuchen jetzt erstmal, dass die Mannschaft wieder die Homogenität erreicht, die wir lange Zeit in der Vorrunde gehabt haben, dass die Balance zwischen Defensive und Offensive und umgekehrt, dass die wieder perfekt funktioniert. Das war zuletzt, haben wir da auch hier und da, haben wir holprig agiert. Und ja, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen. Und dann kann man eben sukzessive die Ziele ansteuern. Ja, in der Champions League, finde ich, sollte man erstmal die nächste Aufgabe angehen, weil eins dürfen wir auf keinen Fall FC Basel unterschätzen, weil Basel hat eine sehr gute Mannschaft. Eine sehr gute Mannschaft. Wer Manchester United rausboxt, der hat schon Qualität. Und deswegen finde ich, sollte man Ziel für Ziel angehen und nicht irgendwelche uns in Träumereien begeben. Pokal und Meisterschaft, das sind die, wo wir ganz offen sagen können, die wollen wir gewinnen. Keine Frage, das ist der Anspruch. Aber Champions League kann man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, wir gewinnen die Champions League. Natürlich ist das eine tolle Sache, dass auch ausgerechnet das Finale in München ist. Nur, ich denke, länger als jetzt das Achtelfinale kann man da gar nicht herausblicken. Dort wissen wir, gegen wen wir spielen. Wenn wir zweimal absolute Topleistung bringen können, dann kommen wir dort weiter. Und ansonsten gibt es genügend Top-Mannschaften, die das Gleiche sagen könnten, wir holen den Titel. Ja, was heißt empfehlen? Also ich denke, wenn Bayern München an einen Spieler wie ihn beispielsweise herantritt und man ja weiß, dass man dort auch etwas Geld bezahlen müsste, dann ist das ja schon ein Zeichen dafür, dass man diesen Spieler will, ja, dass man auf diesen Spieler steht und er auch absolut seine Möglichkeiten hier hat. Und meiner Meinung nach bringt er die Qualität mit, aber ob ich sie jetzt empfehlen kann, ich denke, dass da ist jeder für sich da ein Stück weit verantwortlich.